Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends. Ich würde nicht mal News Update oder Tipps und Tricks Video sagen, einfach ein Easter Egg Video. Und zwar, seitdem die Firing Range aktiv ist mit den Dummies, gibt es ein Easter Egg. Das hat Respawn so bekannt gegeben, hat aber nicht gesagt, wie das Easter Egg funktioniert, nur so ein paar kleine Tipps gegeben. Ewig hat es gedauert, bis das Easter Egg gelöst wurde. Gestern Abend war es dann endlich soweit. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie das Easter Egg funktioniert. Und zwar solltet ihr am besten Pathfinder wählen und geht dann in den Schießstand. Und das ist eine wirklich feine Sache, um vielleicht ein bisschen sein Aim noch zu testen bzw. zu üben. Was genau passiert, lasst euch gleich mal überraschen. Ich möchte es jetzt nicht vorab schon spoilern. Ganz wichtig ist, dass ihr am Anfang schon mal euer komplettes Inventar leer macht und dann loslauft. Dann geht ihr hier raus und geht direkt hier nach links. Zack. Und dann geht ihr hier in diesen Eingang bis ganz nach hinten. Und Pathfinder hat den Sinn, warum ihr den nehmen sollt. Ihr müsst euch ganz hier hoch grabbeln. Zack. Und hoffen, dass ihr hier nicht wieder runterfallt. Dann hockt ihr euch hier. Jetzt falle ich natürlich wieder runter. Ich bin ein Mega-Held. Moment. Ihr müsst euch nämlich dann hier oben auf dieser Plattform hinhocken und nach unten sehen. Zack. Machen wir das Ganze nochmal. Zack. Dann hockt ihr euch hier hin und guckt ganz nach unten. Also hier vor diesem Gerüst guckt ihr ganz nach unten und dann wechselt ihr eure Legende auf Octane oder so zum Beispiel. Dann springt ihr hier so drüber und lauft hier einfach nach unten. Ich hoffe, dass es jetzt geklappt hat. Beim ersten Versuch hat es nämlich nicht funktioniert. Und siehe da, es hat schon funktioniert. Vielleicht sieht es der ein oder andere im Augenwinkel schon. Moment, ich nehme mir vorher mal ein paar Waffen und schaut mal, was mit den Dummies los ist. Die bewegen sich auf einmal. Die bewegen sich nicht nur, die wehren sich auch. Moment. Wo haben die sich denn hin verpisst? Hallo? Ach, die stehen beide hier. Das ist geil. Natürlich haben die nicht die Mörder-KI und sind jetzt mega krass unterwegs. Hier, der schlägt jetzt zum Beispiel zu. Der scheut auch nicht davor zurück, mich zu downen. Und wenn du ein goldenes Knockdown-Schild hast, dann ballern die auch weiter auf dich drauf, wenn sie dich denn gedownt haben. Ich finde das eine feine Sache. Wie gesagt, die KI von den Dummies ist jetzt nicht die beste. Aber es gibt zum Beispiel Waffen, zum Beispiel für mich. Ich komme mit der Wingman, auch wenn ich weiß, dass die mega, mega stark ist. Ich komme mit der Waffe einfach nicht klar. Ich bin einfach zu blöd, mit dieser Waffe zu treffen. Und das kann man hier vielleicht so ein Stück weit testen. Aber übrigens, wer vielleicht schon mal ein anderes Easter Egg Lösungsvideo gesehen hat, dass man angeblich erstmal ein blaues Buddy und Munition und irgendwas anderes aufheben muss, das ist Schwachsinn. Ihr könnt wirklich gleich nach links hier laufen, da hochgehen bis ans Ende, grabbelt euch da hoch und alles ist schön. So, warum sind die Dummies eigentlich so bescheuert? Ich will das hier noch grob so ein bisschen zeigen. Wenn du die nämlich gedownt hast, dann sind die, dann verpissen die sich oder kommen dann wieder an ihren ursprünglichen Respawn-Punkt. Ach, ist das jetzt hier der Vorführeffekt oder was? Da immer. So, dann laufen die halt weg und fangen ja an, auf euch zu ballern. Dann könnt ihr wirklich so ein bisschen vielleicht euer Aim trainieren. Ihr seht schon, ich treffe mit der Wingman einfach absolut nicht. Das soll es von diesem Easter Egg Video schon gewesen sein. Ich hoffe natürlich, dass noch ein paar Easter Eggs in Zukunft dazukommen. Ist eine feine Sache. Vor allen Dingen lädt es dazu ein, dass die Community fleißig dabei ist, nach Easter Eggs zu suchen. Wie zum Beispiel dieses Nessie Easter Egg, was man aktuell sowieso nicht lösen kann, weil es nur auf der anderen Karte ging. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Lasst diesem Video einen Daumen da. Ihr wisst, was ich meine. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr keine Tipps und Tricks, Infovideos und so weiter verpassen wollt. Und ich schau mal, dass ich vielleicht am Freitag oder am Samstag dann mein XXL Pack Opening raushaue. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Falls ihr das Video ein bisschen später seht, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.